Heute geht's um eine Spieleserie, die dieses Jahrtausend geprägt hat. Wie kaum eine zweite. Heute geht's bei Endgegner um Dark Souls. Willkommen zurück bei unserem Hardcore-Fan-Format, wo es darum geht zu sagen, ich bin derjenige, der sich in Teilgebiet XY am besten auskennt. Und heute sind hier drei Leute, die passenderweise auch die Videospielhistorie in den letzten 20 Jahren sehr geprägt haben. Und das passt zu unserem Thema heute. Geht es um Dark Souls und Trant. Du hast sofort gesagt, yo, bist ins Studio gestürmt, hast dich auf den Endgegner-Thron gesetzt und gesagt, hier macht mir keiner was vor. Warum bist du heute der Endgegner bei Dark Souls? Andreas, du lügst. Ich bin gefragt worden, ob ich der Endgegner sein will. Dann habe ich eine Frage gestellt, ob ich wirklich ein richtiger Endgegner sein kann. Denn bei mir ist es schon so sehr lange her, wo ich Dark Souls gespielt habe. Wir haben eben vor der Tür noch diskutiert, ob es vielleicht Dennis machen will. Aber weil ich hier zu spät reingekommen bin, war nur noch der Endgegnerplatz frei. Also, jetzt bin ich der Endgegner. Alles beim Alten, so ist es hier in mindestens 50% der Episoden bisher gewesen. Ein paar Sachen sind aber doch anders. Ihr seht es, falls ihr gerade diese VHS ausgrabt und unsere Nachfolger seid. Wir haben hier die Anfänge der Pandemie, die letztendlich zu unserem Aussterben geführt hat, schon gesehen. Deswegen gibt es jetzt die Plexiglasscheiben. Das soll aber Team Dennis und Eddie nicht daran hindern, weiterhin als Team zu agieren. Ihr spielt weiterhin zusammen. Seid ihr Herausforderer, Eddie. Hier ist übrigens auch eine Scheibe, guck. Boah, krass. Der Eddie bietet halt immer was an, das liebe ich ja so an dir. Deine Dark Soul-Historie ist sehr gut dokumentiert hier auf dem Sender. Du hast es gespielt. Was macht die Faszination Dark Souls aus? Ach komm, da kriege ich gleich wieder Hate-Kommentare, wenn ich das jetzt wieder ausführe. Da ist doch schon wirklich alles zugesagt, was Dark Souls so toll macht. Das ist das beste Spiel. Und das weiß mittlerweile ja auch jeder. Die Leute haben ja dann auch teilweise dann, ich würde sagen, wirklich viele geben uns diesen Credit nicht, aber ich finde schon, dass Dennis und ich damals einen entscheidenden Teil dazu beigetragen haben, die Souls- und FromSoft-Spiele groß zu machen. Natürlich, weil der Urauslöser war Trant, für mich zumindest. Aber ich finde, wir haben es zu einem Zeitpunkt noch auf Game, was noch auf Game1.de ja, groß gemacht, wo es noch nicht diesen Hype gab. Und ja, es freut mich auch, dass wenig Leute sich enttäuscht darüber gezeigt haben. Es hätte ja auch sein können, dass Leute sagen, ja, kann ich hier nicht nachvollziehen, aber ich glaube, die meisten, die dem Ganzen erstmal verfallen sind, die wissen auch, warum wir es so feiern. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Ist schon ein bisschen her, euer Let's Play. Wie viel, glaubst du, hast du noch präsent? Wie sehr hat dich das Spiel geprägt? Und wie viel ja, Wissen hast du noch zur Reihe? Also, ich glaube, ich kenne auch die Levels. Ich könnte da vielleicht blind durchlaufen, aber wie die ganzen Typen heißen, wer der Boss ist und wo man zuerst war oder wie die Location hieß, in der man denn da das gemacht, das kann ich alles nicht mehr. Das ist schon, wie lange ist das her? Wann kam da? Ich habe die schätze mal so 7. Wie viel? 10, oder? 10 schon. Ja, 2011 kam es. Glaube ich, dass wir es gespielt haben, es ja nicht zum Release gespielt. Wir haben es bei Game One ein bisschen später gespielt. Ich würde schätzen, dass ungefähr 7. Und das ist auch für mich die Zeit, wo ich es das letzte Mal gespielt hatte. Und die Mauer des Vergessens sitzt bei mir bei einem Jahr ein. Deswegen mal gucken, ob ich noch irgendwas hinkriege. Also, sorry. Also, die Mauer des Vergessens setzt bei mir nach 48 Stunden ein, in der Regel. Und ich muss aber jetzt noch mal eine Frage stellen. Reden wir. Ja. Gehört dazu auch Demon's Souls oder ist es nur Dark Souls 1 oder nur die Dark Souls Trilogie oder was ist da jetzt alles? Wir reden über die Dark Souls Trilogie. Ach was? Was? Lars hat es anders gesagt. Ja, das hieß anders. Wieso? Aber. Doch, so hat er es auch gesagt. Nee, der hat gesagt Dark Souls. Ja, alle Dark Souls Spiele. Also 1, 2 und 3. Okay, dann haben wir alle was anderes verstanden. Das wird gut. Ich glaube, ich dachte, Lars meint, schließt nur Sekiro, Bloodborne und Demon's Souls aus. Also, ja. Du hast keine Ahnung, wovon wir reden. Ich glaube auch, dass Andreas der Falsche ist, um weder Bloodborne Antwort drauf zu legen. Völlig richtig, so wie du es gerade gesagt hast. Weder Sekiro noch Bloodborne ist da irgendwie Teil oder andere From Software Spiele. Es geht nur um die Dark Souls Spiele. Ah, okay. Scheiße. Um die Dark Souls. Okay. Gut. Kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir versuchen mal die Mauer des Vergessens einzureißen, denn die Mauer muss weg in euren Köpfen. Und wir fangen an mit der ersten Frage, dann seht ihr schon, in welche Richtung das geht. Was haben wir hier heute eigentlich vor? 15 Aussagen haben wir vorbereitet. In diesen Aussagen verbirgt sich jeweils ein Fehler. Diesen Fehler geht es nicht nur zu erkennen, sondern auch zu korrigieren. Wenn ihr glaubt, den Fehler zu erkennen und ihn korrigieren könnt, buzzert bitte. Dann geht noch, dass Eddie und Dennis ein Team sind. Das heißt, von euch kann immer nur einer antworten. Solltet ihr falsch antworten, hat der Endgegner noch die Chance abzustauben.
Das geht natürlich auch andersrum. Und ganz wichtig, wenn ihr hier auf den Endgegner-Thron kommen wollt, dann müsst ihr mehr Punkte erspielen als Trant. Also unentschieden reicht für den Endgegner. Solltet ihr das schaffen, dann gucken wir noch auf die interne Wertung zwischen euch beiden, Dennis und Etienne, wer denn da insgesamt mehr Fragen beantwortet hat. Das Beraten unter euch ist jetzt ein bisschen erschwert. Ja, deswegen geht das natürlich gerade in dieser Situation nicht. Dennoch seid ihr aber ein Team, nur einer kann buzzern. Würde ich sagen, starten wir mit der allerersten Frage. Der erste Boss in Dark Souls kämpft mit einer Art Lasso und heißt Asylum Demon. Die Katze, Eddie. Der erste Boss in Dark Souls kämpft, heißt nicht Asylum Demon, sondern Taurus. Falsch. Frage ist freigegeben. Trant hat die Chance. Warte, hätten wir uns beraten dürfen, ich hätte es dir sagen können. Der erste Boss in Dark Souls kämpft mit einer Axt und heißt Asylum Demon. Ah, darf ich jetzt noch korrigieren? Ah, der allererste Boss. Auch falsch. Ah, du kannst nicht mehr, also du kannst es sagen, aber die Frage ist leider geschlossen, weil euer Team schon geantwortet hat. Aber was denkst du, was wäre es gewesen? Also es ist schwierig, das zu benennen, aber die Waffe ist so eine Art Knüppel, würde ich sagen. Es ist ein Knüppel. Ja, hier steht Hammer. Hammer. Ja, Scheiße. Also, aber es ist eigentlich Scheiße. Das ist halt, ist das jetzt wirklich der erste Boss? Ja. Ja. Ja, da habe ich auch, deswegen habe ich nicht gedrückt, weil ich nicht wusste, wer, ist das der erste? Puh, oh, wir sind so schlecht. Okay. Da wissen wir für doch. Mich nicht der erste Boss. Aber guck mal, wie spannend das wird. Es ist nicht so, dass wir alle sofort wissen, die richtige Antwort, sondern das ist vielleicht aber ist das was nicht wirklich Gutes? Der erste. Aber genau das ist doch die Stimmung, die wir in diesem Format hier brauchen. Alle sind schon grundsätzlich unzufrieden. Lasso war natürlich Quatsch. Ich hätte dadurch schon drauf schließen können. Ja. Das ist nicht der. Aber ich war so. Egal. Gut, also da steigen wir rein, gleich mit einem Minuspunkt für beide Teams. Aber jetzt haben wir auch die Mechanik verstanden. Ja. Wie gesagt, nur einer von euch beiden kann antworten und in der Tat ist es eine Art Hammer. Und ganz kurz noch, also darf ich, wenn Eddie, wenn ich jetzt höre, also darf ich mich jetzt beraten oder nicht mit Eddie? Wir sind ja ein Team. Nee, ihr dürft euch nur kurz abstimmen, aber dann bitte durch die Scheibe. Aber ich hätte jetzt sagen können, Knibbel, Knibbel, Knibbel! Ja, hast aber natürlich. Aber ich war ja gar nicht. Waffe war mir klar. Ich war ja auf einem ganz anderen Pferd. Das hätte mir war auf einem ganz anderen Pferd. Aber natürlich alles, was du sagst, hört natürlich auch Trant. Ich habe ja meine eigene Logik hinter. Ach, es ist gut. Jetzt sind wir alle wieder wach, würde ich sagen. Im Übrigen muss ich natürlich sagen, das Format heißt Endgegner. Mein Endgegner könnte heute mal wieder die Aussprache sein. Seht es mir nach. Ich werde mein Bestes geben, hier die Bosse und andere Sachen richtig vorzulesen. Bist du wieder betrunken? Bitte? Bist du betrunken oder warum? Nicht mehr als sonst. Ah, gut. Zweite Frage. Über 200 Mitarbeiter hat das chinesische Entwicklerstudio From Software mittlerweile. Da ist die Katze, Etienne. Das japanische. Absolut. Oh, das habe ich voll überhört. Ach, man darf schon drücken, bevor die Frage durch ist? Ja. Oh, Mann. Das japanische Entwicklerstudio From Software mittlerweile das Dark Souls produziert. Da ist was falsch. Trant hat immer noch minus eins. Genau, Trant minus eins und Etienne und Dennis sind wieder auf null. In der Tat, richtig gelöst, unser kleines Freundschaftsangebot. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Aussage Nummer 3. In Dark Souls 2 kann man zwischen 8 Startklassen wählen. Krieger, Ritter, Schwertkämpfer, Bandit, Kleriker, Hexenmeister, Erkunder und Bettler. Da sehen wir die Frage jetzt auch eingeblendet, nachdem ich sie einmal vorgelesen habe. In Dark Souls 2 kann man zwischen 8 Startklassen wählen. Deutsch. Trant. Ich habe auf Deutsch gespielt. Ich glaube, Erkunder ist falsch. Pyromancer müsste richtig sein. Das glaube ich, der Hexenmeister. Da bin ich auch gerade drüber gestolpert. Trant falsch. Ah, Chance du Arsch. Für Dennis und Ede, ihr habt die Chance abzustauben. Bandit gibt's, Cleric gibt's, Hexenmeister ist der Pyromancer, Battler ist der Deprived, Erkunder. Erkunder gibt's nicht. Aber hat Trant das nicht gerade? Nee. Na, er muss ja auch dann ersetzen. Oder du sagst, es sind 7 Startklassen, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, Krieger gibt es nicht. Es gibt Ritter, Schwertkämpfer, es gibt. Aber Krieger ist wahrscheinlich Warrior, oder? Ja, gibt's einen Warrior klassisch? Ich mein schon. Ich glaube schon. Dann ist es Erkunder? Ja, aber was das ist denn richtig? Ja, das ist schön. Ich hab's auf Englisch gespielt. Ich Sorcerer drin? Auch. Guck mal, es ist kein Zauberer drin. Wie heißen die Zauberer? Traut ihr euch oder ist euch das zu heiß? Nee, komm, denkt dran, ihr müsst heiß. Ja. Das falsche Wissen und richtig das ist korrigieren. Jetzt auch dadurch, dass auf Deutsch ist, auch noch mal zusätzlich schwierig, weil du musst auch noch übersetzen. Mhm. Gut. Dann löse ich das Ganze auf. Gerne.
denn es hatte am Ende den richtigen Riecher. Denn richtig ist, der Zauberer fehlt, der Hexenmeister ist falsch. Also Zauberer ersetzt den Hexenmeister. Alle anderen gibt es in der Tat. Krieger, Ritter, Schwertkämpfer, Bandit, Kleriker, Zauberer, Erkunder. Pyromane gab es nicht. Bettler. Pyromancer gab es nicht. In Deutsch dann. Krass. Vielleicht gibt es den da nicht. Doch. Teil 1 gab es 10 Klassen, hätte ich das nicht gewusst. Scheiße, ich bin ein schlechter Endgegner. Okay. Ach so, es waren sogar noch mehr, okay. Also, richtige Antwort, Zauberer wäre es gewesen, Hexenmeister galt es hier zu korrigieren, nicht schlimm. Ein Minuspunkt für Trant und Etienne und Dennis, unverändert. Ich würde sagen, wie seht ihr das? Dark Souls wird natürlich in keiner Liste als Koop-Game geführt. Aber ihr habt es auch zusammen auf dem Sender gespielt. Hilft das, wenn man das Gamepad ab und an mal weglegen kann und mal dem anderen zuschauen kann? Oder hättet ihr es alleine auch durchgezockt? Wir haben es ja auch davor schon alleine durchgezockt. Also beides, glaube ich. Aber es ist schon angenehm, wenn man, gerade wenn man an einem Boss sich irgendwie die Zähne ausbeißt, dann mal den anderen ranzulassen, ein bisschen den Kopf abzukühlen. Das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob das mal erforscht wurde, das ist wirklich ein Phänomen, dass du genau weißt, wenn du zu frustriert bist, dann kannst du wirklich die Leistung auch nicht bringen. Du brauchst manchmal einen klaren Kopf, das ist nicht einfach nur Gerede. Mhm. Du musst wirklich, wenn ich den Etienne mal das Pad gebe, er versucht den Boss, danach ist man viel konzentrierter. Das hilft tatsächlich. Und wir haben uns ja auch immer ganz gut aufgeteilt. Eigentlich war der Dennis der Boss-Slayer. Wer die Souls-Reihe auf dem Sender verfolgt, weiß ja, dass ich so mit Bossen ich mag diesen Druck nicht. Ich krieg immer noch, wenn die Musik vom Boss kommt, wenn du durchs Nebelgate gehst und so, ich krieg da direkt, das schränkt mich ganz schön an. Ich bin da nicht der. Ich habe zwar auch ein, zwei gelegt, so, aber es ist nicht mein Favorite-Ding an dieser Reihe. Interessant, weil das ja ein sehr großer Part ich weiß. In diesem Spiel ist. Trant, wie sieht's bei dir aus? Bist du da eher Einzelkämpfer oder ist es auch was, wo du sagst, ey, ich bin eigentlich froh, wenn ich das mit einem Kumpel durchzocken kann und das mal abgeben kann, das Pad? Nö, ich bin eigentlich eher Einzelkämpfer. Ich habe, glaube ich, Dark Souls 1 viel mit Online-Hilfe gespielt, Teil 2 dann alles einzeln. Es war ein bisschen unehrenhaft, Dark Souls 1 irgendwie mit Online-Hilfe zu spielen, aber so war es halt. Schreist du dann in dich rein? Bist du so jemand, der dann komplett durchdreht? Wir kennen natürlich dich in Beef Junior jetzt gerade in einem, sage ich mal, etwas kompetitiven Format. Wie geht so ein Trant dann ab? Das dauert lange dann, bis ich ausraste. Also da muss es wirklich schon sehr unfair sein. So wie bei mir. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Aussage Nummer 4. Ready. Erledigt man den Ritter Judex Gundyr in Dark Souls 3? Eddie? 3, Alter, du weißt es doch noch gar nichts gedroppt. Aber nicht, du weißt doch nicht, wie der heißt. 3, 2, 1. Frage geht weiter für Trant. Trant kann auch antworten. Erledigt man den Ritter Judex Gundyr in Dark Souls 3? Erhält man eine Fackel, mit der man das Leuchtfeuer im Feuerbandschrein entfachen kann? Du siehst die Frage jetzt eingeblendet, kannst also nochmal durchlesen. Oh nein! Dennis und Eddie können nicht mehr antworten. Oh nein! Erledigt man den Ritter Judex Gundyr in Dark Souls 3, erhält man eine Fackel, mit der man das Leuchtfeuer im Feuerbandschrein entfachen kann. Ja. Wo ist der Fehler und was ist die richtige Lösung? Jetzt muss ich mich aber. Ich kann auch nicht antworten. Beschweren. Du hast Judex gesagt. Nee, musst nicht antworten. Musst nicht antworten. Du hast Judex gesagt. Ja. Da steht Ludex. Nee, das ist ein I. Das ist ein großes I. Das große L wäre so, anders. Okay. Dann musst nicht antworten. Enthalte mich. Frage ist dir zu heiß. Dennis, du hast eben schon. Klingt für mich ist das ein Rechtschreibfehler oder heißt es nicht Feuerbrandschrein? Nee. Anstelle Feuerband? Feierling. Nee. Fehler wäre, da steht, erhält man eine Fackel, das stimmt aber nicht, man erhält ein Schwert, mit dem man das Leuchtfeuer im Feuerbandschrein entfachen kann. Ah, das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber wir haben alle beim Namen gedacht, das ist der Fehler, ne? Wir müssen uns weniger auf die Fackel fand ich ziemlich lame, um so ein Feuer zu entfachen. Ja. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es ein Schwert ist, obwohl es da drin steckt. Aber ich habe mich nicht getraut. Okay. Der heißt Judex? Ja. Judex. Ich habe den immer Ludex genannt. Deshalb habe ich auch. Ludex? Aber es ist ein großes I auf jeden Fall, ja. Und kein großes L.
Aber man muss natürlich auch sagen, in der Recherche zu dieser Folge, bei manchen Sachen ist die Aussprache ja wirklich unklar und es gibt ja wenig Sprechpassagen, wo man irgendwie die richtige Aussprache hört. Es gibt Online-Abstimmungen in den Fankreisen, wie doch bitte Sachen auszusprechen sind. Also dementsprechend nehmt es mir nicht übel, aber es ist ein großes I. Es ist auch echt ein Problem, dass wir hier dauernd über die deutschen Begrifflichkeiten sprechen. Das macht es mir auch schwer, ja. Wie immer. Gut. Dann aber ich habe ja gesagt, ich beschwöre mich heute. Doch, das muss sein. Das gehört für mich dazu. Fünfte Aussage. Beim Kampf gegen Drachenschlechter Ornstein und Henker Smoke muss man aus der Ferne besonders auf Ornsteins Feuerpfeile achten. Dennis. Muss man aus der Ferne besonders auf Ornsteins Blitzpfeile achten? Blitze ist richtig. Das ist die genau erste richtige Antwort. Komm aus dem Speer raus. Hey. Genauso ist das richtige Antwort. Punkt für Dennis. Und ja, genau, dann sind wir wieder bei 0 Punkten. Lasst euch davon nicht irritieren. Es liegt an den Minuspunkten, aber sind das wirklich 0 Pfeile? Punkte. Kann man sagen. Es sind Blitze. Blitze sind schon. Es sind Blitzspeere. Schosse, Projektile. Schießt gerade gegen dein eigenes Team, das ist dir klar. Nein, ich frage nur, weil deshalb habe ich gezögert, weil ich gedacht habe, es gibt keinen Pfeil und Bogen. Pfeile kommen von Pfeil und Bogen und der hat keinen Pfeil und Bogen. Der hat eine Lanze. Kommen aus dessen Speer, das stimmt. Diese Blitze in pfeilförmiger Natur. Frage aber zu genau diesem Boss-Duo. Das wird ja gerne immer, ich habe vorhin noch ein Lore-Video gesehen dazu, um die Aussprache zu überprüfen. Da hieß es, das wäre die Kirsche auf der Torte des Grauens in Dark Souls. Sind die beiden, würdet ihr sagen, das ist der härteste Boss im Spiel? Komm halt an einer Stelle, wo du denkst, also man kommt nach Anor Londo und denkt, Alter, ich hab's geschafft. Und dann fängt dieses fucking Spiel erst an und man weiß es nicht. Und Ornstein und Smaug sind die Ersten, die dir so dämmern lassen, oh fuck, hier fängt es erst richtig an. Und die beiden Typen sind zu dem Zeitpunkt, hast du das Spiel noch nicht ganz gerafft, wenn du es das erste Mal spielst. Später der Endboss, da weißt du, wie man, ich glaube, Ornstein und Smaug sind die härtesten Gegner, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt vom ganzen Game. Da, glaub, meiner Meinung nach, haben die meisten Menschen die meiste Zeit verplempert, oder? Ja, ich glaube, mittlerweile geht's, wenn man so viele Souls-Teile gespielt hat und weiß, wie es geht. Aber wenn du zum ersten Mal da hinkommst, sehe ich es auch wie Dennis, bist du erstmal überfordert, weil das einfach zwei sind, die dich ständig nerven und die auch immer krasser werden. Also wenn du die Hälfte runtergeballert hast, dann wird's ja, werden die auch aggressiver und du bist erstmal mit der Gesamtsituation so überfordert, weil du dauernd am Flüchten bist und so. Und also es ist schon, verlangt einem schon viel ab. Auf der anderen Seite ist das dann auch so ein typischer Souls-Moment. Wenn man es dann geschafft hat, ist man auch sehr, sehr stolz auf sich. Trant, wie sah es bei dir aus? Härtester Boss, würdest du sagen, auch die beiden? Oder gibt es für dich noch jemanden, der da hervorsticht? Ich hätte jetzt, glaube ich, gesagt, Drachenritter. War das Dark Souls 3? Heißt der Drachenritter? Ach, der Drachentyp da beim Sturm. Der Drachenboy, der auf seinem Drachen reitet. Drachenboy, ja. Irgendwas mit Drachenritter, so. Also an dem habe ich sehr lange geknabbert, ja. Okay, wir knabbern mal an der nächsten Aussage. Das ist Nummer 6, eben richtige Antwort von Dennis. Jetzt geht's weiter. Aussage Nummer 6. Eine eher ungewöhnliche Methode des Handels bietet die Krähe Snuggly. Hier muss man Gegenstände in den Rand. Die heißt Snuggly. Ja, er hat es wahrscheinlich nur falsch ausgesprochen. Ja, wenn das mit U ist. Wir lassen das weiter gelten. Ihr könnt die Frage alle weiterhören. In der Tat ist es mit U, Snuggly, Snuggly, wie auch immer. Ach nee, ich habe Snuggle verstanden. Das ist nicht der Fehler. Bitte? Snuggle habe ich verstanden. Snuggle? Ja, und dann habe ich gedacht, das ist falsch. Snuggly. Okay. Wir machen es noch mal. Ich lese es noch mal vor. Das ist nicht der Fehler. Aussprache kann ruhig Snuggly sein. Frage ist noch mal für alle offen. Eine eher ungewöhnliche Methode des Handels bietet die Krähe Snuggly. Hier muss man Gegenstände in den Schnabel legen, um sie für einen Etienne. Du musst die Gegenstände in ihr Nest legen. Absolut richtige Antwort von Etienne. Genau so ist das. Man muss sie ins Nest legen, um sie für anderen Fakt gut einzutauschen. Ist, dass man dann das Spiel ausmachen muss und wieder anmachen muss, um die Belohnung zu erhalten. Und das ist mega weird. Das ist so ein bisschen so eine Mechanik wie bei Metal Gear Solid mit der Speicherkarte, weißt du? Ja, es ist, glaube ich, so. Der Gedanke dahinter ist, das hast du auch bei Ladezeiten. Also ich glaube, wenn du irgendwo weggehst oder stirbst und hingehst, ist es, glaube ich, auch wieder da. Stimmt, ja. Also der Gedanke ist, du legst was hin und kommst irgendwann später wieder. Mhm.
Und das Spiel ist halt so typisch Dark Souls, so du kannst es einfach auch umgehen, indem du einmal neu startest. Ja, stimmt, ja. Ja, aber die Idee dahinter ist, glaube ich, dass es einfach Zeit vergehen soll, während Snuggly unterwegs ist, um die Sachen einzutraden. Hat ja alles eine Bewandtnis. Sehr gut. Frage an euch. Im Prinzip haben die Souls-Spiele ja so ein Genre mitbegründet oder viele Spiele werden als Souls-like geadelt oder verunglimpft. Je nachdem, gab es für euch irgendein Souls-like, wo ihr sagt, okay, das hat mir fast so viel Spaß gemacht wie Dark Souls selber, beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr. Du hast ja auch, Eddie, auf dem Sender einiges gespielt, Blasphemous, sowas in die Richtung, Salt and Sanctuary. Gab es für euch irgendwas, wo ihr gesagt habt, das war für mich eine ähnlich gute Spielerfahrung? Ja, Bloodborne, Demon's Souls. Gut. Also Sekiro, wir bleiben bei From Software. Nee, da kommt keiner ran. Die Frage, die war eine Totgeburt. Also da kommt keiner ran. Was ganz geht dann soll, ist dieses, wie heißt, ich hab's aber selber gespielt. The Search. Genau. Das fand ich auch ganz gut, wenn es nicht von From ist. Ja, ja, stimmt. Hat auch Spaß gemacht. Das war doch von dem deutschen Entwickler. Ja, Deck 13. Die haben vorher Lords of the Fallen gemacht. Habt ihr das gespielt? Das hab ich gespielt. Das war aber ganz schön. Hab ich sogar durchgespielt. Ich auch, ja. War auch nicht so geil, aber irgendwie war zu dem Zeitpunkt war noch echt wenig Alternativen. Wir hatten doch einfach, wir hatten noch nichts. Wir hatten einfach Bock auf so Souls-Likes und da hast du sogar das gespielt. Aber Search 1 und 2 sollen tatsächlich echt gute Sachen sein. Es gibt schon einen zweiten Teil von. Ach ja, stimmt. Stimmt ja, sorry. Da hat mich immer so ein bisschen, weil Search hat mich immer so ein bisschen das Optische, so diese Welt mit irgendwelchen Elektroarmen und Bauteilen, das hat mich irgendwie nicht so gekannt. Aufgeschleuchte Typen braucht man nicht, ne? So. Diese Ultramännlichkeit. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Aussage Nummer 7. Der große graue Wolf Sif ist ein Bossgegner, der im Mausoleumsgarten auf den Spieler. Trant. Der wartet im Darkroot-Garten auf einen. Im Deutschen Finsterwurzgarten. Finsterwurzgarten, absolut richtig. Oh. Dark Root Garden. Richtig. Weiter wäre es gegangen mit, dort beschützt er das Grab seines früheren Gefährten Artorias. Aber man kann ja den Ort auch ein Mausoleum nennen, da da viele Grabsteine sind. Das ist auch ein Garten. Wo war denn das Mausoleum, in welchem Teil? Das war im DLC. Ja? Nein. Mausoleum? Jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis. Ja? Gab's nicht im zweiten Teil ein Mausoleum? Vielleicht, Andreas, machst du einfach die nächste Frage. Ja, kann ich auch sagen. Ja. Ne? Nimm doch einfach den Ego-Boost mit, denn wir sehen hier den Punkt für Trant, der sich hier rankämpft. -1:1, aber da ist wie immer noch gar nichts entschieden. Denn bedenkt, für die letzte finale Frage, Aussage Nummer 15, das ist wieder ein Bilderrätsel, da gibt's 2 Punkte, also alles noch drin. Aussage Nummer 8. Ich lese einmal, ist da irgendwas Schwieriges? Nee, sollte gehen. Der Schmied André hilft nicht nur im ersten Dark Souls beim Aufwerten der Waffen, sondern auch in Dark Souls 3. Im dritten Teil bringt er dem Spieler zusätzlich noch die Wink-Geste bei. Ist die absolut schwerste Frage. Sage ich euch ganz ehrlich, weil wir Freunde sind. Der Schmied André hilft nicht nur im ersten Dark Souls beim Aufwerten der Waffen, sondern auch in Dark Souls 3. Ja. Im dritten Teil bringt er dem Spieler zusätzlich noch die Wink-Geste bei. Ja. Aus München bekommen mit Geste. Schwerste Frage. Also man muss sich nicht schämen, wenn man es nicht weiß. Das Wichtige, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, welche uns zu es kann. Die Chance, dass ich richtig sitze. Mit der man zu dem Drachenlevel kommt? Nee, das ist. Nee. Das ist eine heiße Kiste. Ich glaube, es ist. Also ich werde es nicht lösen, da es zu viele Gesten. Also ich sage die Geste. Also ich fange jetzt einfach mal an, weil keiner, glaube ich, lösen will, oder? Naja, warte. Frank, möchtest du lösen? Noch? Die Zeit, 5 Sekunden, sagten wir, ich habe das Gefühl, die sind. Ja, die Info kann Trant ja sowieso mitnehmen, aber okay. Wenn. Also ich sage, die Geste ist falsch. Aber das Problem ist, es gibt so viele Gesten, dass die Chance, dass wir richtig liegen, zu gering ist. Deswegen würde ich passen. Aber wenn ich antworten müsste, würde ich Bow sagen, also Verbeugung, weil ich weiß, es ist eine ganz, eine viel benutzte Geste ist. Glaube ich nicht, die kannst du von Anfang an bestimmen. Ich glaube auch. Es gibt verschiedene Bows, ne? Der sagt irgendwas, der hat auch immer so Weisheiten auf Lager, so, er weiß ja auch ein bisschen was über die Welt und irgendwie damit hängt die Geste zusammen, glaube ich. Okay, dann wird die Frage als geschlossen
antreten. Ist ein bisschen tricky. Hier steht auf meiner Antwort Bogen. Ihr hattet recht, es ging um die Geste in der Tat. Hier steht die Hurra-Geste. Ja, ja, hätte ich nicht gewusst. Kann man aber natürlich auch ein bisschen anders beschreiben, da sie ja nicht explizit Hurra-Geste genannt wird. Aber ich hätte auch ein oder alles, was in die Richtung geht, der macht so gelten lassen. Schwerste Frage. Wir haben das durch unsere Dark Souls-Experten prüfen lassen. Und ich war da bis heute 16 Uhr eigentlich noch am Telefon, um das zu klären. Dementsprechend überhaupt kein Problem, dass diese Frage nicht gelöst werden konnte. Aber vielleicht ja von euch in den Kommentaren. Oder nachdem ihr einfach jetzt die Antwort abgewartet habt. Gut, was ist eure Lieblingsgeste bei Dark Souls? Müsst ihr nicht beantworten. War eine rhetorische Frage. Wir machen weiter mit Aussage Nummer 9. Unveränderter Punktestand. Schon 9? Okay. Unmittelbar bevor man den Mondturm erreicht, muss man an Sans Festung vorbei. Dort lauern einige Fallen und Gefahren, wie zum Beispiel schwingende Guillotinen oder Echsenkrieger. Ihr seht die Frage jetzt eingeblendet. Dennis ist mutig. Bevor man Anno Londo erreicht, muss man an Sans Festung vorbei. Dort lauern einige Fallen und Gefahren, wie zum Beispiel schwingende Guillotinen oder Echsenkrieger. Klingt plausibel und ist es auch. Absolut richtig. Genau so ist es. Ist Mondturm ich habe überlegt, war an der Stelle ob jetzt wieder bei falsch. Der Übersetzung ich irgendwas nicht checke. Ja. Dass Anno Londo im deutschen Mondturm ist irgendwas. Manchmal ist es genauso einfach, wie denn es Mann, ist. Ja, Mann. Das ist völlig richtig, weil es jetzt am Ende doch einfach war. Mhm. Na? Man, obwohl, ich war auf einer ganz anderen Spur zuerst. Ich war mit Mond, war ich schon beim Butterfly. Ich auch. Bisher, und überlege, okay, was ist mit Butterfly? Was ist vor dem Butterfly? Aber dann war es der kommt einfach. Ja davor. Ich habe überlegt, in welchem Spiel gibt es denn einen fucking Mondturm? Also in welchem Song? Es gibt diesen Moon Butterfly und der wohnt auf einem Turm. Vielleicht ist der Mondturm. Ich der weiß heißt, nicht, ich glaube, dass er es recherchiert hat. Einfach, ne? Das ist der erste Boss vom Finsterwurzgarten. Also, da sehen wir dementsprechend zwei Seelen für Etienne und Dennis und eine Seele verloren bei Trant. Gibt's bei euch irgendwie so einen Magic Moment aus dem Spiel, wo ihr sagt, okay, das war so ein Moment, wo ich wirklich, der mich geprägt hat? Weiß sofort, beste Moment ist, du bekommst am Anfang des Spiels einen Ring, der kann nix. Aber das steht irgendwie, ist eine Anekdote von zwei Sätzen. Die liest du ganz am Anfang. Aber erst 10, 20 Stunden später kommst du zu den Three Kings. Und da stehst du vor einem ganz tiefen Abgrund. Es ist so eine Wendeltreppe, die nach unten geht. Und die Treppe hört irgendwann auf. Mhm. Und du hast nur Blackness, also nur Schwärze unter dir. Und du willst natürlich reinspringen. Du hast deine ganzen Seelen dabei. Du bist super krass. Du hast den ganzen Weg hierhin gemacht. Aber der Clou ist, du musst dann diesen Ring aufziehen. Ja, genau so. Und dann springst du da runter, fasst dir ans Herz, fällst ins Schwarze, fällst du 3 Sekunden, denkst, du bist gleich tot, aber dann landest du und kämpfst gegen die 3, 4, 5 Kings, was weiß ich wie viele. Das fand ich so krass, weil wenn man da selbst. Ich habe nicht gedrückt, jetzt ist wieder kaputt das Ding. Wir sollten die Sendung nicht mehr in einem Hühnerstall produzieren. War das nicht krass? Das fand ich, weil wenn man selber drauf kommt, okay, und sich dann ans Herz fasst, und dann funktioniert das auch, man springt ins Schwarze. Ich glaube, ich habe das im Wiki gelesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wirklich nicht. Okay, wie nachdem das ich da dreimal reingesprungen bin und gestorben bin. Eddie ist das, nicht ich. Der quackert ja immer. Also ja. Dieses unreife Dazwischenbuzzern hat mir die Anekdote echt immer ein bisschen versaut, Dennis. Muss ich sagen. Tut mir leid, aber ich habe halt auch wirklich nicht gedrückt. Mein Chicken. Seht ihr? Guck mal! Seht ihr das? Ihr seht es halt nicht, weil jedes Mal. Wackel mal. Ach, plötzlich Profi-Effekt. Ich will doch nicht meinen eigenen Monolog unter Chickenen. Mich würde mal Trans-Magic-Moment. Ja. Der erste, ach, hier bin ich Moment. Ich kann das nicht mehr beschreiben, aber Dark Souls war nach Demon's Souls das erste Spiel, was zusammenhängende Levels hatte. Und als man dann irgendwie die ersten 2, 3 Stunden rumgekurvt ist und hat einen Aufzug aktiviert, kam man wieder runter zum Firelink-Shrine und da hast du dir gedacht, nee, oder? Hier bin ich wieder. Und das hat sich dann im Spiel noch weiter wiederholt. Und das ist, finde ich, so ein Merkmal von den späteren Souls-Spielen. Und das fand ich killer. Das war geil. Ja. Eddie? Gute Frage. Also, wusstest, die Frage kommt? Ja, ich wusste, habe aber gar keine coole Antwort darauf, weil ich einfach nicht so richtig mehr weiß, was der Magic Moment war. Ich weiß es in Demon's Souls und in Dark Souls waren es einfach irgendwie, ich weiß nicht, kann ich gar nicht auf einen einzelnen Moment, glaube ich, reduzieren. Es ist, was immer krass war, wenn du irgendwie gerade alleine gespielt hast, auf dem Weg warst und dann invaded wurdest.
und dir dann plötzlich schlagartig von 0 auf 100 das Adrenalin durch den Körper schoss, weil du wusstest, okay, jetzt gelten nicht mehr meine Regeln, also ich kann jetzt nicht mehr machen, was ich will, so langsam vorangehen ja nicht, sondern und dann siehst du irgendwann so einen Typen in Rot und weißt so, ach. Und du hattest gerade irgendwas geschafft und du hast jetzt null Bock, dass der gegen dich gewinnt und plötzlich entsteht so eine Spannung, die ich bis zumindest in keinem anderen Spiel so vorher erlebt habe. Okay, streichen, ja. Eine Spannung, die wir natürlich sofort aufnehmen und mit der nächsten Frage weitermachen. Denn hier ist wie immer noch alles drin. Fünf Aussagen sind noch offen. Und bei der letzten gibt es doppelte Punkte. Also machen wir weiter mit Aussage Nummer 10. Rettet man Siegmeier von Katharina aus dem verlorenen Izalit, während er noch mehr als die Hälfte seiner Lebenspunkte besitzt, trifft man ihn im Aschesee mit seiner Ehefrau Sieglinde wieder. Trank sagt, da stimmt was nicht. Das ist seine Tochter. Fuck yeah. Das ist seine Tochter. Sieglinde, genau so ist das. Geil. Richtige Antwort. Stark. Hammer. Hey, Izalit. Punkt für Trant, dem gibt's nichts hinzuzufügen. Isolis. Aber offensichtlich ein sehr einprägsamer Moment. Habt ihr das geschafft? Habt ihr ihn gerettet? Nicht beim ersten Playthrough. Das ist echt eine ganz tricky Stelle. Da musst du so runterspringen zu diesen Pflanzen. Ja. Und da musst du echt aufpassen, dass der da nicht. Aber er springt runter, so Geronimo. Ach ja, genau, ich mach schon mal. Und du musst direkt runter und ihm safen. Und das ist alles gar nicht so einfach. Es kann sehr leicht passieren, dass er zu viel Damage nimmt. Oder dass du drauf gehst. Oder dass sind ja, glaube ich, zwei oder drei Pflanzen und die können auch so grüne Wolken machen oder sowas. Ne? Ja. Das ist ganz, ganz hart, enger Raum. Aber als Belohnung gibt es auch einen Slap. Ja? Mhm. Nice. Wir gucken auf den Punktestand. Wusste nicht, ob ich Slap aufnehmen soll oder nicht. Hab mich dagegen entschieden, ist aber doch kommentiert. Null Punkte für Trant. Das klingt ernüchternd, ist aber ein Erfolgserlebnis. Der Mann hat sich hier zurückgekämpft in diese Folge und da ist durchaus noch alles möglich. Ein Magic Moment habe ich doch noch. Hau raus. Das erste Mal Anor Londo. Ja. Das war so ein Moment, weil bis dahin hast du schon ungefähr die Hälfte des Spiels gezockt, so, ne? Und du weißt ja nicht, wie weit es ist und dann gehst du dahin und dann kommst du dahin. Und bis dahin war auch alles so ultra düster und dreckig und gemein und fies. Und dann kommst du da hin, wirst da von diesen Gargoyles da hochgetragen und dann siehst du zum ersten Mal Anor Londo. Und es ist so ein fucking nicer. Es ist so anders als alles, was du bisher gesehen hast. Und gleichzeitig denkst du dir so, oh Gott, was wird da wohl noch alles auf mich zukommen und so. Und es ist so ein richtig. Ja, es sieht toll aus mit der Sonne. Und das war ja, das Geile ist, du hast die ganze Zeit da oben immer diese Mauern gesehen, so aus der Ferne. Und ich immer gefragt, was ist da oben für eine Festung? Man hat gedacht, das ist nur Kulisse, ne? Ja. Aber das, nein. Deswegen dachte ich zu dem Zeitpunkt, dass das Ende ist. Weil man spielt dahin, hat alles gesehen, aber was dann kommt, hat man vorher noch nicht gesehen. Und deswegen habe ich immer gedacht, okay, ich hab's gleich geschafft. Und dann, oh, jetzt komme ich hier hin, da kommt der Endboss, gleich geschafft. Aber dann Londo ist gerade mal die Mitte, ne? Aussage Nummer 11. Das sind wir zwei Aussprache-Stolperer. Mal schauen, wie ich das hier löse. In Dark Souls 2 kann man in einem Haus in Majula die sprechende Schlange Shalquar antreffen. Mit ihr kann man handeln und Informationen über seinen geleisteten Eid abrufen. In Dark Souls 2 kann man in einem Haus in Majula die sprechende Schlange, Shalquar, antreffen. Mit ihr kann man handeln und Informationen über seinen geleisteten Eid abrufen. Ich erinnere mich da nicht dran. Schalquia, Schalke 04. Mhm. Irgendwas in die Richtung. Das Ding ist, man könnte jetzt irgendwas anderes sagen, was man in einem Haus in Manjula macht. Weil, ich glaube, wir wollen ja was ganz Bestimmtes, ne? Mhm. Erinnerst du mich an eine Schlange da? Nee, es wird irgendwie das Tier sein, denke ich ja auch. Aber mir fällt kein anderes Tier ein. Ich habe eine Katze im Kopf, aber mir fällt nicht ein, warum da eine Katze sein sollte. War denn da irgendein Tier, in dem man Hinten sind so drei kleine Meerschweinchen, die immer so rumschnuffeln. Bei Dark Souls 2 sind wir ja, ne? Mhm. Ja, ja, Majula. Ich habe Majula vor Augen, aber ich habe nicht. Und Shalquar habe ich auch noch nie gehört. Das ist auf jeden Fall Quatsch, oder? Shalquar? Aber was geleisteter Eid? Information über den Eid. Wen meinen die damit? Also es gibt den Schotten mit der Leiter. Meinen Sie den? Der am Brunnen da, an diesem Ding da sitzt? Nee, der ist im. Doch, ja. Genau, der liegt dann da runter in diesem Brunnen mit der Leiter. Der heißt aber anders. Der ist Sean Connery oder so. Da gibt's noch. Das bitte nicht.
sagen jetzt. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, es gibt keine sprechende Schlange Schalkoa. Aber gibt es ein anderes sprechendes Tier auch nicht? Majula ist der Obelisk. Es gibt doch nur zwei Eids in der Stadt, oder? Der Obelisk und die Tafel, wo du das Spiel schwerer machen kannst. Oh nein, die blauen Cops, die wie heißen die nochmal? Also in Dark Souls 1 kann man in einem Haus im Darkwood Garden die sprechende Katze antreffen. Das könnte man. Ja, das kann ja nur ein Fehler sein. Ja, ne? Mhm. Mhm. Traut ihr euch? Müsst es nicht riskieren? Weiß nicht, was ein Transkopf kommt. Mir fällt kein Tier ein. Ich bin mega gespannt, was da. Wahrscheinlich ist es, wir sind auf falschen Pferde. Ich kann es auch nicht beantworten. Trant, traut sich auch nicht. Dann würde ich die Frage schließen. Es wäre aber witzig gewesen, wenn Etienne gebuzzert hätte, denn ihr wart auf der richtigen Fährte, die sprechende Katze. In der Tat, und das ist der Buzzer von Etienne. Aber wie heißt die Katze? Ne? Aber wie heißt Chalqua oder Ja. Ach, echt? Katze heißt so. Ja, genau. Also, Schlange. Ihr habt es gesagt, ihr erinnert euch an keine sprechende Schlange. Das liegt daran, dass es keine Schlange ist. Ich habe Katze gesagt. Dennis hat es gesagt, Katze. Aber wo ist denn Ich weiß es nicht. Aber irgendwo in meinem Gehirn kam eine Katze, aber ich konnte mir nicht erklären, warum. Doch, in dem Haus, bei der kannst du den Catering auch kaufen. Ach, genau, damit du keinen Fallschaden kriegst, wenn du runter ins Loch hüpfst. Kannst bei der kaufen, im rechts. Ja. Beim Catering? Ein Catering. Achso. Okay. Stimmt. Gut, sprechende Katze wäre es gewesen, denn es hatte es eigentlich. Also, aber ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Scheiße. Das ist auch irritiert. Zu viele Fragezeichen. Okay. Mal riskant. Gut, aber nicht schlimm. Ihr wart auf jeden Fall auf der richtigen Fährte sozusagen. Keine Veränderung in den Punkten. Alter Punktestand. Wir machen weiter mit der 12. Aussage. Genau zuhören. Dark Souls 2 hatte insgesamt 3 Add-ons. Crown of the Sunken King, Crown of the Old Silver King und Crown of the Ivory King. Ihr seht die Frage nochmal eingeblendet. Dark Souls 2 hatte insgesamt 3 Add-ons. Crown of the Sunken King, Crown of the Old Silver King und Crown of the Ivory King. Das ist falsch. Ja. Würde mir nicht reichen. Okay. Das erste war das Grüne. Mit diesen. Old Silver King ist falsch. Ja. Das letzte war das Eisding. Und das. Gab's 3 oder nur. Es gab nur 2. Und. Ist der Smoke-Typ mit dem Smoking. Nee, der ist auch. Gab es 2 oder 3 DLC? Ich glaube, es gab 2. Soll ich es probieren? Traut sich jemand? Aber die hießen auch nicht beide Crown of, oder? Aber dann wäre zu viel falsch. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie genau sie hießen, aber zumindest sehe ich die Elemente, die richtig. Also Crown of the Old Silver King, bin ich der Meinung, dass das nicht korrekt ist. Genau, das ist. Ich würde sagen, wir passen aber, da wir zu unsicher sind. Mhm. Trant, wie schaut's bei dir aus? Ich traue mich nicht. Ich sag's traut sich nicht? Eddie, Dennis, traut ihr euch? Oder ist euch die Nummer zu heiß? Ich hätte jetzt. Ich mach's einfach. Trant. Crown of the Old King. Anstelle von? Old Silver King. Leider nicht richtig. Ja, aber klar. Ich hätte jetzt gesagt, Dennis, es gab also zwei. Wenn dann buzzert. Wenn ihr euch traut, dann buzzert. Ansonsten würde ich die Frage schließen und dann könnt ihr. Sau schlecht. Okay. Er ist schon super schlecht. Also, Sunken King war der erste, Ivory war der letzte und ich glaube, es gab keinen zweiten. Also, Trant und Etienne, ihr wart beide auf der richtigen Fährte, was das Falsche betrifft, nämlich der Old Silver King. Den haben wir da reingemogelt in mühseligen Brainstormings in der Redaktion. Richtig wäre gewesen Old Iron King. Gab's doch 3? Das zweite, ja. Crown of the Old Silver King ist falsch. Crown of the Old Iron King ist richtig. Hättest du gewusst, dass es 3 gab? Nee, ich habe die auch, glaube ich, gar nicht mehr gespielt. Leider.
Aber es ist naheliegend, weil Silver ist irgendwie nichts, was mit Dark Souls was zu tun hat. Da hätte man ja wirklich mal denken können, dass ihr euch ein anderes Metall überlegt. Ich habe wirklich an den Gold King gedacht, aber das hat ja noch viel weniger mit Dark Souls zu tun. Golden King. Ich bin nicht auf Iron gekommen, keine Ahnung. Shit, aber welcher war denn der nochmal? Der erste war der, wo man in diese grünen Level mit diesen Gräbern, wo der verwundete Drache ist. Und dann gibt's den ganz großen, den letzten, wo man in diesem Schneegestöber ist, gegen die Mega-Panther kämpft. Es gab noch diesen Turm. So ein Turm. Wie so ein Uhrwerk von innen oder sowas. War das denn? Das war Super Mario 64. Du weißt es nicht, ne? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, auch es ist welche DLC jetzt nochmal was waren. Gut, das heißt, wir müssen leider Trant einen Punkt abziehen, aber kann man ihm nicht verwerfen, dass er da das probiert, richtig zu lösen. Wie gesagt, es war ja auch nur ein Wort falsch sozusagen. Silver war falsch. Jetzt muss ich natürlich die Frage alle Fragen stellen. Dark Souls, bockschweres Spiel, sehr viele Frustmomente, oft sterben, sehen, verlieren. Warum ist es trotzdem eine eurer Lieblingsvideospielreihen? Was reizt euch so an Dark Souls, Trant? Also ich glaube, es sind viele Aspekte, aber ich glaube, was ich am geilsten finde, ist, wie diese Welt, aus was die besteht, was für Kreaturen dir da begegnen, was für Leute, was die labern, die Locations, die du da bereist, so tief unten im Sumpf, irgendwelche Dämonenhöhlen. Ich fand dieses Verlies in Dark Souls 2 unten so geil, wo du am Meer lang gehst, über so einen schmalen Steg. Es gibt so viele geile Locations und Momente, die an Orlando war halt auch so ein Ding. Das kriegt kein anderes Spiel hin, diese Atmosphäre auch. Die Atmosphäre und diese Originalität bei allem, so was Gegner und Locations angeht. Dennis, du hast schon gesagt, muss man ein bisschen Sadist sein für diese Spiele? Ist das das, was dich begeistert oder was reizt dich? Mhm. Das kam ja auch so ein bisschen zu einer Zeit, wo alle gemerkt haben, okay, Videospiele werden alle so ein bisschen platt gedrückt, damit jeder sie spielen kann, um die Umsätze zu erhöhen und so. Und dann kam dieses Spiel wie so ein Heiland in goldener Rüstung über den Hügel. Hey, ich bin endlich mal wieder was Schweres, Herausforderung für dich. Aber eigentlich auch das, was Trant gesagt hat, dass du nichts erwartest in diesem Spiel. Bei jedem anderen Spiel weißt du, okay, am Anfang bin ich hier, dann komme ich in den Eislevel und der Wasserlevel und der Wüstenlevel und der Endboss. Das ist es halt auch, die Unberechenbarkeit. Genau. Du weißt nicht, was als nächstes passiert. Und das Geile ist, du weißt, es ist teilweise, gehen da schon seit Demon's Souls so verrückte Sachen, wo es ja echt schon übertrieben haben mit den World Tendencies und so. Aber du kannst teilweise bei Dark Souls irgendwo halt runterspringen und da ist halt irgendwas. Mhm. Und das kannst du aber auch total übersehen und das Spiel trotzdem durchspielen. Also mir geht es so, dass ich immer hinter jedem Baum und hinter jedem Abgrund irgendwie noch das Mega-Geheimnis erwarte. Mhm, ja. Und das, weiß ich nicht, das ist irgendwie geil. Das weckt so diesen Forscherdrang und es macht so Bock, diese Welt zu erforschen, wenn du die noch nicht kennst, zum ersten Mal ein Souls-Spiel spielen und noch nicht so zu wissen, geht's da hinten lang? Ist da was? Kann ich da irgendwie hin? Mhm. Krieg auch ein bisschen Bock, muss ich sagen. Vielleicht muss ich da doch irgendwann da noch mal reinspielen. Bei Sekiro war das auch wieder so. Wo du sowas denkst, kann ich da hin? Ist da was? Ich spring da jetzt einfach mal runter und da ist eine Klippe, an der ich mich festhalten kann oder so. Die haben das einfach drauf irgendwie. Ja. Wir machen weiter mit Aussage Nummer 13. Die gemalte Welt von Artemis ist ein optionales Gebiet in Etienne sagt sofort nein, zeigt den Mittelfinger, muss aber noch antworten. Bitteschön. Painted World of Ariamis. Sehr gut. Puh. Easy peasy. Exakt. Wieso ist es? Da hat sich eine griechische Gottheit reingemogelt, die da nichts zu suchen hat. Ariamis ist es. Optionales Gebiet in Dark Souls. In ihr trifft man auf das Drachenwesen Priscilla, die eine Sense als Waffe führt. Das hätte nur mal. Natürlich alles gewusst. Wenn ich das mal kurz für alle, die Souls nicht gespielt haben. Nur ja, ich höre zu. Da reinzukommen, musst du an den Ort zurück, wo das Spiel gestartet ist. Da kommst du nur rein, wenn du dich in das Nest einrollst am Anfang und 10 Sekunden ich glaub, länger. Noch länger, 30 Sekunden nichts machst, was schon völlig irre ist, weil kein normaler Mensch das macht. Dann kommt ein Vogel, den du aus dem Intro kennst, nimmt dich, bringt dich zurück in den Dungeon, wo alles angefangen hat, in diesem Undead Asylum. Da holst du ein Item. Mit diesem Item gehst du in Anolondo an einer ganz anderen Stelle an ein Gemälde, kannst dort das Item benutzen. Eine Puppe, ne? Eine Puppe. Und kannst da dann durchs Gemälde in diese Welt kommen. Also das nur mal, das meine ich eben genau.
völlig irre und du brauchst es nicht. Und wahrscheinlich tausende von Leuten beim ersten Mal zocken, wenn es denen keiner sagt, werden es auch irgendwie gar nicht erleben. Ja. Aber es ist da, es ist im Spiel, es ist ein und das Level ist geil. Das, was da kommt und was da noch passiert, ist alles geil. Weißt du noch, das haben wir zusammen gemacht, ins Netz setzen. Ich habe das am Abend vorher entdeckt und wollte es dir zeigen. Und es hat richtig Energie gebraucht, dich dahin zu kriegen, dass du du dachtest, ich verarsche dich. Ja. Ich habe gesagt, setz dich mal da ins Netz. Ja, passiert doch nichts. Ja, warte ab. Hab ich schon wieder verarschen, oder? Das habe ich schon probiert, 10 Sekunden. Ja, ich war schon die ganze Zeit hier. Du musst halt wirklich so lange. Das war super. Ja. Aber so, spielt man das dann mit Guide, logischerweise? Also, nein. Also viel nach, also natürlich blind, aber wie entdeckt man solche Sachen? Beim zweiten Playthrough kannst du mit Guide spielen. Der Trant hat es mir damals bei Demon's Souls, hat er mir das Wiki ans Herz gelegt. Ich habe Demon's Souls auch mit... Oh, jetzt bin ich gegengekommen vielleicht, das mag sein. Aber hier ist auch so eine Art Wackelkontakt. Ich habe Demon's Souls mit Wiki gespielt und ich fand es irgendwie geil. Ich fand, das hat irgendwie... Das auch gut. Das war wie so ein Abenteuer-Companion, weil das Spiel ist schwer genug und die Sachen sind trotzdem noch zu kompliziert und weiß ich nicht was. Und wenn man dann wenigstens weiß, wo irgendwas droppt, was du brauchst, war das ein Tipp, den ich gerne genommen habe. Ja, vor allem, was ihr gerade erklärt habt, da kommst du von selbst halt nicht drauf. Also du findest vielleicht mal aus Versehen eine so eine Sache raus, aber das Spiel ist voll mit solchen schwachsinnigen Geheimnissen. Zum Ashlake musst du ja eine unsichtbare Wand in so einem Baum kaputt hauen. Dann zwei hintereinander. Ja, Mann, das ist das, was ich sagen will. Und du findest nicht nur eine unsichtbare Wand, sondern musst noch mal hinter eine Schatztruhe gehen und noch eine unsichtbare Wand kaputt hauen. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich nur eine gefunden hätte. Da hätte ich gedacht, das ist das Geheimnis, fertig und tschüss. Und ich hätte ein ganzes Level verpasst. Naja. Dennis, du hast eben den Kopf geschüttelt. Für Puristen ist es nichts mit einem Guide, mit Wiki begleitet. Das ist halt eins der wenigen Spiele, wo man wirklich die Zeit investieren kann und es mehrfach spielen kann. Das ist, die ist nicht vergeudet. So gute Spiele gibt es selten. Und da ich persönlich finde, macht man sich ein bisschen was kaputt, wenn man mit einem Guide beim ersten Playthrough sitzt, nimmt man sich die Möglichkeit, in den weiteren Playthroughs neue Sachen zu entdecken. Darum geht es für mich bei diesem Spiel. Und ich gucke auch gerne YouTube-Videos mit Tipps oder so, aber ich habe das verstanden als Guide, weißt du, dass man richtig guckt, okay, und nächste muss ich links oder so, wie so ein Typ beim Rallycross auf dem Beifahrrad. So habe ich das auch nicht gemacht. Also ich habe jetzt nicht genau mir das durchgelesen, dann gehst du nach rechts, nimmst die Sache, dann macht's keinen Bock. Aber so, wenn ich zum Beispiel irgendwas farmen wollte und wollte wissen, welcher Gegner droppt am besten irgendeinen Chart oder so, da habe ich geguckt, wo finde ich das? Aha, in dem Gebiet, der droppt das. Dann gehe ich da hin und dann so Geschichten, also so leichte Hilfen. Leichte. Aber ich bin auch unehrenhaft. Let's go. Leichte Hilfen, 14. Aussage. Die erwartet uns mal wieder gespickt mit einem Fehler, den ich gerne korrigiert hätte. Die wilde Mildred trägt nichts außer Unterwäsche und einen Eimer auf dem Kopf. Sie ist ein NPC-Phantom, welches den Spieler in Schandstaat überfällt. Da sehen wir die Frage nochmal eingeblendet. Die wilde Mildred trägt nichts außer Unterwäsche und einen Eimer auf dem Kopf. Sie ist ein NPC-Phantom, welches den Spieler in Schandstaat überfällt. Was ist Schandstaat auf Englisch? Blighttown. Sagt euch ein was, ihr wisst, wo wir sind. Ich weiß, was falsch ist. Aber ich weiß nicht, was das Richtige dazu ist. Nee. Das. Ich glaube, das ist glaube ich, richtig. Trant, wie schaut's aus? Weißt du in etwa, wo wir sind? Was der Fehler sein könnte. Traut sich jemand von euch? Okay, pass auf. Denkt bitte an den Abstand, sonst ist die Scheibe etwas albern. Unten. Wo sie essen. Über dem Sewer. Wie heißt der Level? Wo man in den Sewer reinfällt. Ja, ich weiß, was du meinst. Vor dem Gaping Dragon. Der heißt die Depths. Tiefen. Ja? Also, ein paar Sekunden gebe ich euch noch. Traut ihr euch, den Fehler zu korrigieren oder nicht? Hey, wer war denn nochmal Mildred? Ich glaube, ich erinnere mich an die Stelle, aber ich traue mich nicht, den Ort zu nennen. Da ich den nicht. Nee. Das ist nicht schlimm. Trant, wie sieht's bei dir aus? Ich traue mich auch nicht. Traut sich auch nicht. Dann würde ich die Frage schließen und gebe euch mal die Chance zu sagen, was dachtet ihr denn, in welche Richtung geht's? Wo ist der Fehler
versteckt. Ich sag, ich glaube, der Eimer stimmt. Was sagst du, Trant? Ich glaube, der Eimer stimmt. Ich glaube auch, der Eimer stimmt. Aber Dann ist gut, dass ihr nicht geantwortet habt. Ich glaube, das ist nicht der Eimer, ne? Ja, sehr gut. Nein, das habe ich aber eben schon zu Dennis gesagt. Also, der Eimer ist falsch. Ja? Es ist ein Sack, den er hat. Kein Eimer. Ich erinnere mich nicht an einen Gegner mit einem Eimer auf dem Kopf. Nee, aber ja, aber gerade in meinem Kopf hatte sie einen Eimer auf dem Kopf. Jetzt, wo er sagt, ein Sack, es hat sie auch immer einen Sack in meinem Kopf auf dem Kopf. Weißt du, was ich meine? Sag mal, ist die dick oder ist das eher so eine normale? Das ist eine ziemlich stämmige, die hat so einen Cleaver, den sie immer so. Echt jetzt? Weißt du, die ist das, oder? Ich dachte auch, oder verwechseln wir die gerade mit irgendwelchen anderen Standardgegnern? Ey, wir wissen es nicht. Wir sind schlecht. Ihr verwechselt die nicht. Mildred the Ratchet. Scheiße. Nicht gewusst. Aber dass sie eine Unterwäsche trägt, ist mir nie aufgefallen. Sowas entgeht mir normalerweise nicht. Über sowas schaust du weg, ne? Du siehst sowas gar nicht. Nee, andersrum. Da. Gut, also. Aber es sieht aus wie ein Eimer. Oder? Ja. Wird, ja, das ist so ein Ding. Guck mal, das ist 7 Jahre alt im Gehirn. In meinem Gehirn wird der Sack zu einem Eimer. Jetzt will ich es auch sehen, Eimer, ne? Der Sack. Ja, das schon ist auch ein Eimer, Eimer sein. Ja. Nein, Sack offensichtlich. Wäre die richtige Lösung gewesen. Und damit, ja, gucken wir mal auf den Punktestand, denn das heißt eigentlich, dass die Jungs hier schon den Sack zugemacht haben, Etienne und Dennis. Ja? Aber denkt dran. Können wir noch weitermachen? Ja, denkt dran, wir spielen die letzte Frage, denn es gibt ja auch die Chance, wenn gleich falsch geantwortet wird, gibt es 2 Minuspunkte und zum anderen gibt es 2 Punkte zu gewinnen. Das heißt, theoretisch könnte sich hier noch was drehen, denn wenn Etienne und Dennis jetzt falsch antworten, nee, jetzt, seht ihr das? Hör doch mal nicht, auf, Dennis. Seht ihr das? Ich habe mich nicht bewegt. Aber das heißt, wenn wir jetzt einfach nicht antworten, haben wir gewonnen. Ja, das war ja auch so. Aber ihr seid natürlich faire Sportsmänner und guckt euch die Frage an. Genau. Dinger hat einen Wackelkontakt. Keine Schuld. Ihr könnt jetzt richtig Ehre sammeln, wenn ihr trotzdem. Genau, und darum geht es ja am Endeffekt hier bei dem Format. So, und natürlich auch interessant für den internen Punktestand, Etienne, Dennis. Schauen wir da nochmal kurz drauf, denn auch das würde ja bedeuten, wenn wir einen neuen Endgegner küren, wer könnte das sein, Etienne oder Dennis? Und dementsprechend geht es für Etienne schon darum, Zeit gleichzuziehen mit Dennis. Und dann haben wir ja sicherlich, liebe Regie, für alle Fälle eine Stechfrage vor. Vorbereitet. Gut, dann gucken wir auf das. AKA googelt mal schnell. Yep. Dann wenden wir uns. 15. Frage ist wie immer ein Bilderrätsel. Hinweis für euch: Da wird gleich ein Bild zu sehen sein. Dazu werde ich sagen, das ist so und so, das ist aber falsch. Das heißt, sobald ihr seht, wer da zu sehen ist, buzzern und raushauen. Okay, eine Person also, ja? Genau. Oh, seid ihr bereit, alle? Oh, das wird schwer. Dann würde ich sagen, das ist Fair Lady, Prinzessin des Sonnenlichts. Trant. Auch wenn ich dadurch jetzt verliere, ich versuche es richtig zu beantworten, das ist Guinevere. Ja. Ja. Absolut. Genau so ist es. Tochter von Gwyn, Lord of Sin. Ich bin nicht auf den scheiß Namen gekommen. Ja, da kommt aber auch keiner raus außer Trant, das ist das Problem. Guinevere. Wie kannst du denn noch Guinevere? Hättet ihr es nämlich richtig beantwortet, hätte ich ja auch nichts gewonnen gehabt. Richtig, aber das sind nochmal 2 Punkte für Trant und wir rechnen das ganz schnell, werfen das einmal durch den Computer und das sagt uns den Endstand hier bei Endgegner. 1 Punkt für den amtierenden Champion Trant, der vorher großkotzig gesagt hat, mich schlägt hier niemand. Tja. Stimmt so nicht, ist nur ein Gedächtnisprotokoll. Das war klar, dass ihm das noch um die Ohren fliegt. Ja. Aber 3 Punkte für das Team Etienne und Dennis und damit würde ich erstmal sagen, ist der Endgegner heute geschlagen. And the winner is 1 und 2. Ich glaube, diese Animation habe ich noch nie gesehen. Die ist super. Selten. Es passiert nicht oft, dass der Endgegner so enttäuschend performt, dass er. Nein, Quatsch. Das war hier ein Duell auf Augenhöhe, muss man sagen. Viele schwierige Fragen und man muss es halt sagen, die Lore ist sehr groß von Dark Souls. Das haben wir heute gemerkt. Dennoch gucken wir nochmal auf den finalen Punktestand, denn wir sehen dann auch im internen Duell zwischen Etienne und Dennis, dass wir direkt. Ja, Dennis, wir wissen es. Komm, deine Timon Krause Mentalisten-Dinger hier. Da liegt das Ding. Oh, da liegt das. Jetzt glaubst ja, mir, wir wissen es, Dennis. Okay. Du hast tatsächlich hier das Ding gewonnen im internen Duell und bist damit auch der neue Endgegner. Dennis, gratuliere. Cool.
Was hatte denn dran? Ach so, der wollte ja gar nicht. Ist egal. Dumme Frage. Das würde bedeuten, wenn wir nochmal uns hier an Dark Souls heranwagen, vielleicht dann weiß ich gar nichts mehr. In derselben Besetzung oder wir haben ja noch einige andere Dark Souls-Veteranen hier auf dem Sender. Hier ist eine Fliege gerade sehr eng an mir vorbeigeflogen. Naja, oh, das ist ein Brummer. Dann könnte es sein, dass es hier nochmal eine Revanche gibt und dann wird Dennis dort Platz nehmen auf dem Endgegner-Thron. Trant, wie war es für dich? Hast du das Gefühl gehabt, da war heute mehr drin? Wie schätzt du es ein? Ja, ich glaube, es gab so zwei Fragen, wo ich mich echt sehr geärgert habe. Es hätte knapper werden können, sage ich mal so. Mhm. Aber ob ich euch platt gemacht habe, weiß ich nicht. Scheiße, ey. Ärgert mich. Dennis, Glückwunsch, neuer Endgegner verdient. Würdest du dich einer Revanche stellen? Sagst du, da ist noch. Also, man hat schon gemerkt, du hast oft auch, ja, nicht geantwortet, aber den richtigen Riecher gehabt, wo es hingeht. Ich meine, wir sind ein gutes Team mit Eddie, wir haben das schon gut approved. Auch im Tag der freien Schelle haben wir. Da muss ja einer muss ja immer carryen. Was warst du, oder was? Nein, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe den Punktestand gar nicht gesehen von uns. Ja, aber 2-1. Dadurch, dass ich jetzt Endgegner bin, glaube ich, ja, hatte ich eine mehr. Also, ja. Ne, ich meine, wir haben das gut gemacht. Trant genauso gut. Und dass er sich da trotzdem hingesetzt hat, obwohl er eigentlich, ich wollte keiner sich da hinsetzen. So viel nochmal zu Trant. Also, er wird da ja reingedrückt von dir. Da gibt es ja keinen Morgen mehr. Aber Trant hat sich gut geschlagen dafür, dass er die Bürde des Endgegners hier auf sich genommen hat. Voll nett sind wir hier heute. Finde ich auch. Also ihr habt euch alle drei wirklich gut geschlagen und vielleicht noch mal reinschauen, jetzt auch durch die Nostalgie angeregt noch mal in das Let's Play. Wir wissen es, Dennis. Halt's Maul, ich hab meine Hände hier. Hier sind sie. In das Let's Play von den beiden Jungs da noch mal ein bisschen mitleiden. Und dann lasst gerne einen Kommentar da, sagt, wie euch die Folge gefallen hat. Und ich stell mal die Frage jetzt ohne die drei. Was ist denn der beste Dark Souls-Teil? Hm? Haut mal raus. 1, 2, 3. Gibt es da einen klaren Favoriten? Haut das in die Kommentare. Und welches Thema soll man denn hier mal behandeln bei Endgegner? Jetzt, wo wir zurück sind aus der Sommerpandemie-Winterpause, gibt es natürlich wieder neue Folgen, neue Themen. Das könnt ihr gerne vorschlagen. Danke an Trant, Eddie und Dennis. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Endgegner.